hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on. Hallo Leute, herzlich willkommen aus dem winterlichen Wunderwald. Hallo. Mitten im Winter. Jawohl. Wir haben uns entschieden, eine sehr, sehr lang erwartete Tour endlich zu machen mit ganz viel Schnee. Ne? Es hat da nun mal ein bisschen geschneit. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, die letzten Tage. Wir haben unsere Lavus dabei und unsere Zeltöfen. Jawohl, das wird sehr geil. Deswegen waren wir auch sehr schwer bepackt. Aber es macht nichts. Es war eine Tortur, hierher zu laufen im Wald. Liebe Oma. Ja. Nico hat seine Universal-Schneeschaufel dabei. Ja? Ah, ein kleiner Kerl, wir sind hier. Ich habe sogar einen Gandalf-Stab. Ja, den tun wir einfach hier rauf und da tun wir nachher unseren Platz frei machen. Ja? Alter, so. Ja, nichtsdestotrotz, wir müssen mal loslegen, weil es ist kalt. Wir wollen mal warme Hände haben. Ich glaube, Brennholz sammeln wird gar nicht so leicht. Nee. Auf alle Fälle ist das hier ein Laubwald. Mal kein Nadelwald, das ist ein Laubwald. Und schauen wir mal, was wir da dann finden. Aber Totholz gibt es ja überall. Ja. Das Schöne ist, das Holz ist gar nicht richtig nass. Das ist trotzdem trocken, weil es einfach so kalt ist. Wir erwarten heute Nacht, ich weiß nicht, minus 18, 19 Grad. Wir haben unseren Defense 6 dabei. Nico hat seinen Defense 12 dabei. Defense 12, ja. Nee, Quatsch. Ja, lange Räder, kurzer Sinn. Wir müssen mal loslegen, weil es wird kalt. Aber wenn es den geben würde, ich glaube, den würde ich mir holen. Junge, geil. Der würde sich alles holen. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ja, wir haben jetzt den Platz freigeschaufelt. So halbwegs. In Anführungszeichen, sage ich mal so, weil das war nämlich mehr schlecht als recht. Aber es ging. So, wir haben jetzt unsere Zelte dabei. Nico hat seinen Chum. Ich habe mein polnisches Lavu. Und da würde ich jetzt mal sagen, wir bauen das mal schnell auf und machen es uns gemütlich. Ja? Genau, denn wie gesagt, Holz. Holz wird hart. Jede Menge. Die ganze Nacht reichen. Die ganze Nacht? Naja. Ja, werden wir sehen. Bauen wir erstmal auf das Zeug. Deswegen wird schauen, wir sehen uns wieder, wenn es fertig ist. So, also, mein Aufbau steht. Hier habe ich den Ofen reingestellt. Der Schornstein. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe hier noch die Tipi-Muffe. Die muss ich noch reinmachen. Da muss ich aber erstmal schauen, wie ich die befestige. Deswegen muss ich mal gucken. Ich habe so eine Rohrstelle mit, die werde ich mal dran machen. Dann müsste es funktionieren. How much longer will you suffer in this life?
So, wir sind jetzt mit dem Aufbauen soweit durch. Der Nico macht noch seinen wo ist er? Ja, Spiegelverkehrdenken. Da ist sein Schornstein noch dran. Dann sind die Öfen eigentlich soweit startklar. Aber das Problem ist, ich überlege gerade, ob ich ihn jetzt schon anmache, weil ich gerne Hunger habe. Und der Nico, der würde gerne einen heißen Tee trinken. Oh, eine heiße Simone. Eine heiße Simone, ganz genau. So, dafür habe ich wieder diese Zunder, wie nennt man das, Löckchen, Bündel, was weiß ich. Und meine, so rum, nee, auch richtig rum. Zündis, Streichhölzer. Sehr cool, die Dinger. Die Packung ist bestimmt schon so alt wie Nico. Also ungefähr 18, 19 Jahre. Ihr könnt es mal hier in die Kommentare schreiben, was schätzt ihr, wie alt der Nico ist? Und vor allen Dingen, was schätzt er, wie viel er wiegt? Ja, das würde ich gerne mal wissen, was ihr so denkt davon. Kleiner Tipp, ich bin ungefähr immer so alt, so viel Grad minus, wie es nachts werden. Nein, das stimmt gar nicht. So, wie gesagt, ich bereite jetzt das Feuer vor. Dafür werde ich ein Streichholz nehmen und zwei von diesen, man nennt es einfach mal Super-Zündis, Zündhilfen. Ich habe auch ein bisschen Beschmuck gemacht. Ich habe von zu Hause trockenes Holz mitgebracht. Das darf aber der Nico nicht wissen. Ich glaube, er hat es aber gehört. Ich kann nicht laut sprechen. Nee, Quatsch. Ich habe wirklich zu Hause ein bisschen Holz klein gemacht und mitgebracht. Nichtsdestotrotz geht's jetzt los. So. Ein Kessel mit Wasser angesetzt, natürlich aus Schnee, aus geschmolzenem Schnee. Ja? Klarer, kalter Schnee. Aus klarem, kaltem Wasser. Ich muss sagen, hier drin ist richtig warm. Der Ofen, der macht wirklich, hier unten drin, sieht man schon, das schmilzt schon alles. Ne? Richtig, richtig schön angenehm hier. Ich habe leider kein Thermometer mit, Leute. Sonst hätte ich euch schon mal zeigen können, wie die Temperaturunterschiede sind. Momentan, also wir haben es jetzt ungefähr 13.30 Uhr und wir haben es ungefähr 7 Grad minus. Das ist jetzt so gerade so die wärmste Tageszeit. Das ist ganz angenehm. Aber heute Nacht wird es hart. Also minus 20 Grad, minus 19, minus 18, irgend sowas. Da kann es schon mal gefährlich werden, wenn man nackt draußen schläft oder so. Ja, deswegen habe ich sogar meinen dicken Winterschlafsack mitgenommen. So, Josef, ich brauche eine heiße Simone. Jetzt würde ich sagen, genau, wir machen jetzt mal Tee und dann sehen wir uns wieder.
So, wir haben uns alle beide unsere Öfen an. Jawohl. Das heißt jetzt eigentlich nur noch eins, es gibt gleich Essen. Ja, gleich. Warmes Essen. Erstmal was Kleines zum Mittag, was für zwischendurch. Ja, der Nico macht bestimmt wieder hier seinen komischen Haferschleim. Haferschleim, das ist Porridge. Das ist geil, das sättigt übelst gut und ist gesund. Also Haferschleim. Und schmeckt fantastico. Aber heute Abend gibt es eine gute alte Bud Spencer und Terence Hill Bohnenpfanne. Ja, mit Bohnen. Und Reis und ganz viel Gewürzen. Und Speck. Ich glaube, bei dir auch, stimmt. Ja, bei mir gibt es dasselbe. Das war aber nicht abgesprochen, das war eher zufällig. Das ist auch der Klassiker. Es gibt eigentlich nichts Geileres, als draußen eine Bohnenpfanne zu essen. Oder Chili con Carne oder sowas in die Richtung. Das ist einfach geil. Ich muss jetzt aber auch sagen, bei den Temperaturen ist es wirklich sehr, sehr gut, weil Haufen Nährstoffe, ne? Also Kohlenhydrate, das ist ja unendlich viel. Und man ist einfach satt. Eben kam die Sonne mal ein bisschen raus. Ja, aber leider nicht bei uns. Relativ angenehm. Naja, hier vorne. Ja, wir sind an einem Nordhang. Ja. Es ist sehr schattig. Gut. Nichtsdestotrotz, weiter geht's. Jawohl. Was warmes Essen, Leute. Wie gesagt, Reis, Bohnen und Speck. Ich sag mal so, das geht immer. Ich meine, wer kein Fleisch mag, kann den Speck weglassen. Geht genauso, schmeckt genauso gut. In diesem Sinne, guten Hunger. Nico gibt heute wieder Haferschleim. Sehr, sehr nährreich, schmeckt geil. Und sättigt vor allem. Ja, das stimmt. Aber trotzdem sieht es sehr komisch aus. Ja, sieht halt aus wie Kotze, ne? Seien wir mal ehrlich. Nico sein Mikrowellen-Pfannen-Hamburger. Naja, ist auf alle Fälle durch. Ja, was sieht man? Übelst fettig. Schmeckt wie Eierkuchen. Also für alle, die nicht aus Ostdeutschland kommen, Pfannkuchen. Pfannkuchen, ne? Achso, wie ihr seht, ist es schon dunkel. Ja, das heißt, es ist bald Bettgehzeit. Deswegen haben wir jetzt schon geabendbrotet. Jetzt werden wir noch was trinken und dann ja, heißt schon wieder gutes Nächtle. So, ich habe jetzt den letzten Rest von diesem Honigwein zum Erhitzen auf den Ofen gestellt, damit der Herr Nico und ich noch was zu trinken haben. Ja? Wie gesagt, was warm ist, das wärmt von innen heraus. Der Alkohol tut auch noch gut. Sein Werk von drinnen.
Also es tut nicht cool, sondern der wärmt von innen. Ihr wisst, wie ich es meine. So, ein paar Fragen zur Ausrüstung eventuell. Ja, ich und Nico haben heute unseren Defense 6 dabei von Carinthia. Ja, das dürfte, glaube ich, reichen für die Temperaturen. Die haben, wir haben es vorhin schon mal gesagt, glaube ich, bis minus 20 Grad angesagt. Aber mit Ofen geht das schon. Da ist das erträglich. So, wir warten jetzt noch, bis das Gesöff warm ist und dann lassen wir uns das noch schmecken. Und dann ist auch schon Feierabend. Ja. Das klingt gut. Feierabend. In diesem Sinne, bis später. Guten Morgen zusammen. Die Nacht ist vorbei. Es war oder es ist wirklich sehr kalt. Also minus 17 Grad werden es schon sein. Aber wir haben es überstanden. Der Ofen ist wieder an. Im Schlafsack, muss ich echt sagen, habe ich sogar geschwitzt. Super mich. Ja, jetzt. Hallo Leute. Guten Morgen. Ja. Oh, meine Zitrone ist noch nicht durchgefroren. Da beißt jetzt in die Zitrone rein. Ja, nee, ich will mir eine schöne heiße Zitrone machen. Allerdings war die mit in meinem Schlafsack, denn alles andere ist gefroren. Das Wasser ist gefroren. Ja, alles gefroren. Deswegen werden wir jetzt wohl mal ein bisschen Schnee auftauen müssen. Schnee! Mal schauen, wie viel Schnee wir tauen müssen, damit wir, naja, einen heißen Tee hinkriegen oder einen Kaffee. Aber der ist so ganz. Denn wir haben nur so kleine Kessel dabei und nicht so riesen Dinger. Das ist ganz fluffiger Pulverschnee bei uns hier. Dann schlägen wir da einfach mal schon ein wenig. Naja. Gut, aber an der See. Oh, es ist kalt. Oh. Leute, das Abenteuer ist leider wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden vielleicht noch ein paar Einblicke aus der weisen Natur einblenden. Ja. Ja, je nachdem, was wir noch alles auf Kasten haben. Mhm. Aber das Brennholz ist alle. Ja. Die Öfen gehen aus. Qualmen noch so ein bisschen. Ja, Nico Seiner, der räuchert schon die ganze Zeit. Und wir haben es momentan. Schauen wir auf die Uhr. Sonntag, 9.13 Uhr, minus 17 Grad. Mit Nacht waren es übrigens minus 19. Es war, ich weiß nicht, ungefähr halb vier, also 3.30 Uhr. Das war so das Highlight. Es war schon sehr kalt, ey. Kann man echt sagen. Ach so, Setup-mäßig, was hast du dabei gehabt? Also, nochmal drauf einzugehen. Ich habe das polnische Lavoux dabei. Die Isomatte ist von Tamarest, die Z-Light, dann mein Carinthia Defense 6 und das war es eigentlich schon. Und dann halt Elefantenhaut drinnen von der Bundeswehr. Ja, es war bei mir ähnlich. Ich habe auch eine Elefantenhaut als Grundplane, dann die Tamarest Z-Light
Allerdings habe ich noch ein Rentierfell. Ja, das ist natürlich doch was richtig geil ist, muss ich sagen. Also dekadente Bonus, ne? Das große Rentierfell, was ich habe, das ist die geilste Isomatte, die es gibt. Das ist warm wie auf der Couch zu Hause. Ja, auch der Defense 6 als Rucksack, als Schlafsack. Oh, ist übelst kalt. Ist schwer zu sprechen. Und halt ein Nico sein Jump P1, ne? Ja, na klar. Winterofen. P2, Entschuldigung. Aber ich nehme an, wir werden das alles schön verlinken für euch. Jawohl. In der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert, unsere Winterausrüstung. Das ist ja eigentlich schon eher so eine Polarexpedition, die wir hier gemacht haben. Ist richtig kalt. Jetzt müssen wir alles wieder einpacken, das war ziemlich hart. Ja, und wie gesagt, hoffentlich hat euch das Video wieder gefallen. Und so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Also Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo, schön. Meine Nase läuft. Meine Nase läuft. Die tropft die ganze Zeit eklig.